Am 16. Juli 2000 tätigte die Französin Edwige Alessandri einen Anruf, der ihr Leben und das ihrer Söhne verändern sollte. In der Familienidylle ereignete sich ein brutaler Mord. Ganz Frankreich fragt sich seitdem, waren es wirklich Unbekannte, die den Familienvater ermordeten, oder lauerte der Tod in der eigenen Familie? Die Familie Alessandri führte ein perfektes Leben, das Ehepaar leitete den örtlichen Supermarkt, Richard galt als fleißiger Unternehmer, Edwige als die starke Frau an seiner Seite und das Paar hatte zwei Söhne im Alter von 17 und 11 Jahren, Johan und Brice. Und sie wirkten wie die makellose Familie. Niemand könnte sich bei denen vorstellen, dass sich hinter den Mauern ihrer großen Villa eine rätselhafte Tragödie ereignete, die ganz Frankreich erschütterte. Der 17-jährige Johan stammte aus der ersten Ehe von Edwige. Der 11-jährige Brice war das gemeinsame Kind von ihr und ihrem Mann Richard. Und sie verbrachten einen ruhigen Sonntag im Kreis der Familie, bis sich in der Nacht auf den 16. Juli 2000 ihr Leben plötzlich änderte. Um 0.05 Uhr ging der Notruf beim Rettungsdienst in Vaucluse ein, das ist im Süden Frankreichs, und Edwige Alessandri am anderen Ende sagte, mehrere Männer seien in ihr Haus eingedrungen und hätten ihren Mann Richard erschossen. Als die Rettungskräfte dann eintrafen, empfing sie der 17-jährige Sohn der Alessandris bereits an der Tür und ein Toter sei in ihrem Haus, sagte er ihnen. Und da sich die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch bei einem anderen Einsatz befand, waren die Rettungskräfte zunächst die einzigen am Tatort und das für eine Stunde etwa. Im Schlafzimmer der Familie erwartete sie dann bereits die aufgelöste Ehefrau, die fast nackt und mit Blutspritzern an der Schulter den Einsatzkräften weinend entgegenkam und alles, was sie sagen konnte, war, sie haben Richard getötet. Und die Familie stand unter Schock. Und sie versicherte den Rettungskräften, dass die Einbrecher bereits weg wären und weshalb deswegen auch die Einsatzkräfte das Schlafzimmer betreten konnten. Und im Bett lag der leblose Körper von Richard und überall war Blut. Aber jede Hilfe für Richard kam zu spät, denn ja, er war bereits tot und die gesamte Familie war panisch. Edwige hatte an die Rettungskräfte nur eine einzige Bitte. Sie sagte, sie wolle duschen gehen, weil sie das beruhigt. Und die Polizei war zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetroffen und die Sanitäter erlaubten es ihr, ohne dabei zu bedenken, dass mögliche Hinweise, die Edwige B oder entlasten könnten, abgewaschen werden. Nachdem sie dann fertig war mit Duschen, erzählte Edwige den Einsatzkräften, dass mehrere Einbrecher in der Nacht in ihrem Schlafzimmer standen, geschossen haben und danach sagten sie, Mist, der Schuss hat sich gelöst. Und danach flüchteten sie und einer der Täter sollte ein rotes Karohemd getragen haben. Außerdem seien die Einbrecher durch das Küchenfenster gekommen, was zum Garten des Hauses führt, und alles wirkte zunächst wie ein schiefgegangener Einbruch. Nichts in dem Haus fehlte allerdings, kein Zimmer war durchwühlt und die Handtasche von Edwige und die Autoschlüssel, die offen im Haus lagen, waren noch da. Um 1.30 Uhr kamen dann erst die Polizeibeamten am Haus der Familie an, die sofort die Spuren im Haus sicherten, am Bett und an der Wand. Im Schlafzimmer gab es viele Blutspritzer, wodurch die Polizisten der Annahme waren, dass ein Jagdgewehr mit Schrotmunition bei dem Einbruch genutzt wurde. Und Edwige machte die Spurensicherung außerdem noch auf weitere verdächtige Hinweise an der Treppe aufmerksam. Sie hatte erst am Tag zuvor die Treppe geputzt und nun waren da Erdklumpen, die vielleicht von den Eindringlingen stammten. Und die Polizeibeamten untersuchten weiter, wie die Mörder in das Haus der Familie gelangen konnten und laut Aussage von Edwige seien sie über das Küchenfenster hinein und auch wieder herausgestiegen. Und auf der Arbeitsfläche, die unter diesem Fenster war, befanden sich ebenfalls Erdklumpen und außerdem standen dort mehrere Paar Schuhe drauf, die Richard am Vorabend geputzt hatte. Zwar konnten die Polizisten auf der Küchenzeile Schuhabdrücke entdecken, aber die Fingerabdrücke am Fensterrahmen waren nicht vorhanden und das erschien merkwürdig. Also es müssen, kleine Anmerkung von mir, nicht mal Fingerabdrücke sein, es reichen einfach Abdrücke, die kürzlich hinzugefügt wurden. Selbst wenn man Handschuhe hat, hinterlässt man Abdrücke.
So, wie sollten Einbrecher, ohne sich festzuhalten, durch das Küchenfenster klettern? Oder waren sie vielleicht doch anders in das Haus gelangt? Es gab nämlich noch eine Terrassentür, die zum Wohnzimmer ging und die war nicht abgeschlossen. Spuren wurden an dieser Tür allerdings keine genommen, da die Sanitäter durch die Terrassentür gegangen waren und somit mögliche Hinweise zerstört hatten. Im Garten der Familie fanden die Ermittler außerdem Fußspuren und zwei Zigarettenstummel, die höchstwahrscheinlich erst in der Nacht dorthin gelangten und vielleicht vom Täter stammten. Schließlich hatte Richard Alessandri am Tag zuvor noch den Rasen gemäht und sich um den Garten gekümmert. Und da hätte er das gefunden, hätte er das weggeräumt. Auch die Suche nach der Tatwaffe gestaltete sich schwierig, denn die Polizei hatte die große Hoffnung, dass die Täter irgendwo das Gewehr in der Gegend achtlos weggeworfen hätten, aber sie fanden nichts. Und lediglich Richards Jagdgewehr war auf dem Grundstück, aber das passte nicht zu der Munition, mit der er erschossen wurde. Routinemäßig nahmen dann die Ermittler von der Familie Proben von den Händen, ob sich vielleicht Schmauchspuren daran befanden. Die könnten nämlich Aufschluss darüber geben, ob ein Familienmitglied die Waffe in der Hand hatte oder mit dem Täter in Berührung kam. Und allerdings verteilen sich diese Pulverspuren, die durch den Schuss abgefeuert werden, sehr schnell. Und sie sind nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass man wirklich der Mörder sei. Und bei Edwige und ihrem älteren Sohn konnten die Ermittler keine Schmauchspuren feststellen. Dafür bei jemand anderem, nämlich dem 11-jährigen Brice. Zeitgleich wurde die Obduktion von Richard Alessandri angeordnet und sie ergab, dass es einen Einschuss in die linke Schulter gab, der weiterhin bis zum linken Ohr des Opfers durch die Projektile in den Schädel eindrang. Also dadurch drangen die Projektile in den Schädel ein und der Täter musste ca. 1 Meter entfernt von Richard gestanden haben, als sich der Schuss löste. Noch in der Nacht der schrecklichen Tat vernahm die Polizei dann Edwige Alessandri und ihre beiden Söhne und die Mutter sagte bei ihrer ersten Vernehmung zunächst Folgendes aus. Für sie war das ein ganz gewöhnlicher Sonntag, den sie im Kreis der Familie verbrachte. Richard hatte Gartenarbeit gemacht, danach aß das Ehepaar mit dem jüngsten Sohn Brice gemeinsam zu Abend und gegen 21.30 Uhr kam ihr älterer Sohn Johann nach Hause, der mit seiner Freundin über das Wochenende weg war. Und beide Kinder legten sich kurz danach zu Bett. Und um 22.30 Uhr legten sich dann auch Edwige und Richard hin. Als auch dann seine Eltern im Bett waren, schlich sich Brice aber wieder aus seinem Zimmer und legte sich auf die Couch, um noch Fernsehen zu gucken, wo er dann noch einschlief. Gegen Mitternacht wachte dann Edwige auf, weil das Licht im Zimmer anging. Und auch ihr Mann richtete sich auf und sie sahen, dass mehrere Männer vor ihrem Bett standen, die ein Gewehr bei sich hatten und danach hörte sie einen lauten Knall. Der Schuss traf dann ihren Ehemann und die Täter flüchteten wieder aus dem Haus und Edwige hatte in diesem Moment Todesangst. Und sie drückte sich an ihren blutenden Mann und sie dachte, die Männer würden auch auf sie schießen und alles, was sie in diesem Moment hörte, war das Blut, was aus Richards Wunde floss. Danach setzte Edwige gegen 0.05 Uhr den Notruf ab. Währenddessen kam ihr ältester Sohn herein, dem sie sagte, dass Einbrecher im Haus seien, die auf Richard geschossen haben. Und er war es dann auch, der den Rettungskräften die Lage schilderte und die Adresse des Hauses gab. Danach wurde dann der 17-jährige Johann befragt. Und er bestätigte die Aussage seiner Mutter und er sagte, dass er gegen Mitternacht aufgewacht war und einen lauten Schuss gehört hatte. Danach ging er dann zu seiner Mutter, die vom Bad aus den Notruf wählte und sie sah aus dem Flur heraus, wie der blutüberströmte Richard im Bett lag. Und der 11-jährige Brice hatte von all dem nichts mitbekommen. Er wachte unten auf der Couch erst auf, als die Rettungssanitäter im Haus waren. Nach der ersten Befragung der Familie schien alles darauf hinzudeuten, dass es sich wirklich um einen schiefgegangenen Einbruch handelte. Allerdings kamen dann auch sehr schnell Zweifel auf.
Als sich die Ermittler nämlich die Bilder vom Tatort ansahen, stellten sie fest, dass die Fußabdrücke auf der Arbeitsplatte nicht frisch waren. Und vielleicht schon einige Tage zuvor dorthin kam und vielleicht auch während des Schuheputzens am Vorabend entstanden sind. Und außerdem fanden sie auf der Treppe im Haus relativ große Erdklumpen. Auf der Arbeitsfläche davon war nichts zu sehen und sonst fehlten auch weitere Spuren im Haus. Hätten die Einbrecher wirklich Erde an der Schuhe gehabt, an den Schuhen gehabt, hätte man diese Spuren im gesamten Haus finden müssen. Auch das Fehlen von Fingerabdrücken am Fenster, durch das die Einbrecher laut Aussage von Edwige kamen, schien merkwürdig. Und als die Polizisten diesen Einbruch nachstellten und durch das Fenster versuchten hineinzuklettern, hinterließen sie zahlreiche Fingerabdrücke. Konnte es also sein, dass es niemals Einbrecher gab? Um sich dann ein besseres Bild zu machen über die scheinbar perfekte Familie, sprachen die Ermittler dann mit Freunden der Familie Olosandri und die Fassade begann langsam zu bröckeln. Edwige und Richard hatten keinesfalls eine glückliche Ehe, so wie es nach außen hin schien. Immer häufiger kam es zum Streit zwischen dem Ehepaar und Grund dafür war ziemlich oft der 17-jährige Johann. Der rebellierte nämlich gegen seinen Stiefvater und er wollte sich von ihm nichts gefallen lassen, worüber Edwige und ihr Mann dann öfter stritten und besonders in der letzten Zeit kurz vor seinem Tod. Durch die Aussagen rückten für die Polizei dann zwei weitere Menschen in den Kreis der Verdächtigen. Und das waren Edwige Olosandri und ihr Sohn Johann. Sie prüften dann nochmals die Aussage der Ehefrau und glichen das mit den forensischen Untersuchungen ab und fanden einige Ungereimtheiten. Zum einen sagte Edwige ja in ihrer Vernehmung, dass ihr Mann aufrecht im Bett saß und die Einbrecher am Fußende standen, als sich der Schuss löste. Aber die Nachstellung der Tat gemeinsam mit der Obduktion ergab, dass der Schütze einen Meter von Richards Schulter entfernt stand. Außerdem musste das Opfer gelegen und vermutlich noch geschlafen haben, als der Schuss ihn traf. Sie fanden außerdem heraus, dass Richards lebloser Körper noch einmal bewegt worden sein musste, da die Position nicht mit dem Blutspritzer im Schlafzimmer übereinstimmte. Und noch etwas machte die Beamten stutzig. Edwige hatte in ihrer Vernehmung gesagt, dass sie die Einbrecher sprechen und das Blut ihres Mannes fließen hören konnte. Das Geräusch des Schusses muss allerdings so laut gewesen sein, dass sie nur wenige Sekunden nach dem Abfeuern nichts hätte hören können. Ja, und schließlich fanden die Ermittler in den Händen vom jüngsten Sohn Bries Schmauchspuren. Also das muss nicht bedeuten, dass er der Täter war. Aber er muss wahrscheinlich in dem Raum etwas angefasst haben, in dem geschossen wurde, oder der Täter hat ihn angefasst. Und diese Erkenntnis stand entgegen seiner Aussage, dass er erst aufwachte, als die Einsatzkräfte schon im Haus waren. Für die französischen Ermittler gab es daher schnell einen Verdacht. Es gab keinen Einbruch. Die Mörder von Richard Alessandri stammten aus der eigenen Familie. 4 Monate nach der Tat wurden Edwige, Bries und Johann von der Polizei verhaftet. Und Bries, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht strafmündig war, kam in Gewahrsam und wurde von der Polizei verhört. Und er war auch der Erste, der von der Polizei vernommen wurde, in der Hoffnung, dass er gestehen würde, was passiert sei. Und er sagte schließlich nach mehreren Stunden Verhör aus, dass der Sonntagabend bei der Familie Alessandri doch nicht so idyllisch verlief, wie es alle drei Familienmitglieder bei der ersten Vernehmung aussagten. Es gab am Abend einen heftigen Streit zwischen seinen Eltern. Wieder einmal ging es um den rebellischen Teenager Johann. Sein Stiefvater war nicht damit einverstanden, dass der 17-Jährige das Wochenende mit seiner Freundin verbrachte. Und ja, die Polizisten konfrontierten Johann mit dieser neuen Erkenntnis und nach 22 Stunden Verhör knickte der Junge schließlich ein und erzählte dem Beamten, was angeblich wirklich in der Nacht des 16. Juli 2000 passierte. Es gab einen heftigen Streit zwischen seiner Mutter und seinem Stiefvater, bis er schlussendlich sich in sein Zimmer zurückzog und hinlegte und später erwachte er wegen eines lauten Knalls auf.
Er ging dann zum Schlafzimmer seiner Eltern, wo seine Mutter mit einem Gewehr war, das Richard umgebracht hatte. Das Ganze sei ein Unfall gewesen, beteuerte sie, und sie sagte, dass die Familie nun zusammenhalten müsse, um die Tat wie ein Unfall aussehen zu lassen, und mit seiner Mutter schmiedete er dann einen Plan. Joanne ließ die Tatwaffe in einer Hecke verschwinden und gemeinsam mit Brice, seinem jüngeren Halbbruder, verteilte er die Erde auf der Treppe und danach tätigten sie den Notruf. Edwige Olesandrie wurde daraufhin wegen des Mordes und Manipulation am Tatort festgenommen und konfrontiert mit der Aussage ihres Sohnes. Sie stritt dann aber sämtliche Schuld ab und sie sagte, dass Joanne ein Lügner sei. Nach nur wenigen Tagen widerrief Joan dann allerdings sein Geständnis und seine Mutter sagte, er hätte nichts mit dem Tod seines Stiefvaters zu tun gehabt, aber Edwige Olesandrie blieb in Untersuchungshaft. Und der Untersuchungsrichter war der Meinung, dass Joan von der Familie manipuliert wurde und nur deshalb seine Aussage wieder zurückzog. Und um ihre Unschuld zu beweisen, engagierte Edwige einen privaten Ermittler, der den Fall nochmal untersuchen sollte. Für den Privatermittler war sehr schnell klar, dass die Polizei sich zu schnell auf Edwige als mögliche Täterin konzentrierte. Er war sich sicher, dass wirklich Einbrecher in das Haus kamen, allerdings nicht durch das Küchenfenster, sondern durch die nicht abgeschlossene Terrassentür. Und auch die Tatwaffe, die laut Aussage von Joanne in einer Hecke versteckt war, konnte nicht gefunden werden. Außerdem gab es da noch diese beiden Zigarettenstummel. Richard hatte am Tag zuvor noch den Rasen gemäht. Sie mussten also erst danach dorthin geschmissen worden sein. Und die DNA der Zigarettenstummel, also die DNA-Analyse auf den Zigarettenstummel, ergab außerdem, dass sich männliche DNA darauf befand, die keinem Familienmitglied zugeordnet werden konnte. Ebenfalls merkwürdig fand der Privatermittler, dass die Polizei von vornherein ausschloss, dass Edwige nach dem Schuss nichts mehr hören konnte. Seine eigenen Erfahrungen und Untersuchungen ergaben nämlich, dass solch ein Schuss keinerlei Auswirkungen auf das Gehör hatte. Und der Privatermittler fand noch etwas heraus. Nur 3 Monate nach dem Mord an Richard Alessandri wurde ein junger Mann wegen Mordes verhaftet und er hatte für seine Tat denselben Typ Waffe genutzt und Richard kannte den Mann von der Arbeit im Supermarkt. In seiner Wohnung fanden übrigens die Ermittler dann auch verdächtig viele Zeitungsausschnitte über den Mord an Richard Alessandri, aber Ermittlungen gegen den jungen Mann wurden nicht eingeleitet. Fast 6 Jahre nach der Tat begann dann im Januar 2006 der Prozess gegen Edwige Alessandri. Und nach 9 Tagen fiel das Urteil im Mordprozess. Es lautete schuldig. Edwige wurde zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Und für sie und für ganz Frankreich war das ein Schock. Die Medien waren seit Monaten davon überzeugt, dass eine Unschuldige vor Gericht stand. Und bei ihrer ersten Revision wurde Edwige Alessandri erneut für schuldig befunden. Bei der zweiten wurde verlangt, dass die DNA an den Zigarettenstummeln endlich mit der DNA-Datenbank abgeglichen werden sollte. Und in den 9 Jahren, ja, die Tat mittlerweile zurücklag, hatte das vorher noch keiner gemacht. Aber der Revisionsrichter wartete das Ergebnis bei seinem Urteil nicht ab und verurteilte Edwige Alessandri bei ihrem mittlerweile 3. Gerichtsverfahren erneut für schuldig. Erst als Edwige wieder in Haft saß, kam das Ergebnis des DNA-Abgleichs. Die DNA an den Zigaretten stimmte mit einem aktenkundigen Einbrecher überein. Ein neues Team von Ermittlern begann den Fall erneut zu untersuchen und sie hatten dann erste Erfolge. Aber die Staatsanwaltschaft beauftragte nur wenig später dann ein anderes Team, den Fall abzuschließen. Und das waren dieselben Ermittler, die im Jahr 2000 den Fall untersuchten und überzeugt von der Schuld von Edwige Alessandri waren. Und seitdem gab es keine weiteren Erkenntnisse in der erneuten Untersuchung des Tathergangs. Edwige Alessandri hat mittlerweile ihre Haftstrafe abgesessen. Doch bis heute, 20 Jahre nach dem Mord, kämpft sie darum, dass die Wahrheit eines Tages herauskommt.
In einem Interview erklärte sie, dass es ihre größte Angst ist, als Schuldige zu sterben. Doch ob sie eines Tages den ersehnten Freispruch bekommt und der Mörder ihres Mannes vielleicht gefasst wird, ist unklar. Erst 2008 ging sie erneut in Berufung und nach einer kurzen Prüfung wurde das Verfahren wieder abgelehnt.